Hallo, liebe Zuschauer. Heute melde ich mich direkt vom G20-Gipfel. Sie sehen es selbst, das Treffen ist großartig. Und die Essensauswahl ist absolut fantastisch. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst essen soll. Der kleine Vorspeisenteller hier vor mir sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Das liebe ich ja insgesamt so an diesen Gipfeltreffen. Man wird rundum nach Strich und Faden verwöhnt. Angie hat ja alles in meinem Auftrag organisiert und ich muss sagen, da hat sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich bin sehr zufrieden. Ich ärgere mich nur über diese blöden G20-Gegner. Ich verstehe das einfach nicht. Was man dagegen einzuwenden, wenn man sich als Staatsoberhaupt auch mal ein bisschen gemeinsam amüsiert? Wir tun doch keinem etwas. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche großen Beschlüsse treffen oder so. Dann würden wir das Treffen ja auch gar nicht so an die große Glocke hängen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen finden doch sowieso immer irgendwo unauffällig im Hintergrund statt. Wir haben hier einfach nur zusammen eine gute Zeit. Ein bisschen Essen und Trinken, ein paar schöne Ausflüge. Alles, was man halt so gern macht. Leider zeigt sich Hamburg dabei nicht gerade von seiner besten Seite. Ich wäre total gern noch ein bisschen gemütlich durch die Geschäfte gebummelt, aber wegen der ganzen Demonstranten ist alles verrammelt und verbarrikadiert. Total schade. Zum Glück werden wenigstens die ganzen armen Leute von uns ferngehalten. Das Elend der einfachen Bevölkerung kann man ja einfach nicht mit ansehen. Das verdirbt einem ja glatt die Lust auf die herrliche Schlemmerei. So, jetzt wird's aber höchste Zeit für meine offizielle Tischrede. Ich habe wirklich einen Bärenhunger. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Noch etwas Wichtiges. Lasst mich doch bitte kurz wissen, ob euch dieser Beitrag gefallen hat. Also einfach Daumen hoch anklicken, wenn ich weitermachen soll. Außerdem wäre es total schön, wenn ihr den Beitrag auch teilt. Und um mich regelmäßig zu sehen, könnt ihr meinen Kanal auch ganz leicht abonnieren. Klickt einfach unten auf das Zeichen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.